Fenster und isst Brote. Und ich hau jeden Tag 10 Euro raus. Ist es 9 und ich hab wieder schon keinen Bock mehr. Herr Reimer kommt jeden Tag um 5 nach Haus. Ein Kollege kommt in Halle und bringt Kaffee. Schimpft der Firma, doch Herr Reimer bleibt stumm. Seit 20 Jahren steht er hier an der Maschine. Und ich fall schon nach 2 Wochen. Immer mit den Händen, seine Augen leuchten, wenn er was erklärt. Er kriegt 6 und ich krieg 7 Euro. Er hat sich niemals deshalb beschwert. Herr Reimer bekommt glasige Augen, wenn er von Russland erzählt. 2 Söhne von ihm sind dort noch immer. Ich weiß nicht, wie sehr ihn das quält. Herr Reimer war noch niemals auf Mallorca, weil es der 63 und dann fliegt er hin. Ich hab mich nicht getraut, ihm zu verraten, mit 23 Jahren schon überall gewesen bin. Erst kürzlich besuchte ich Herr Reimer in der Firma. Er hämmerte gerade mein Scharnier. Ich schaute rüber zu Frau Fischers Platz am Werkzeug. Sie hatte Krebs und ist schon lange nicht mehr hier. Seine Mutter beerdigt, dabei hat er doch sowieso kein Geld. Und ich hab ihm wieder mal verschwiegen, dass ich Schulden mach für meine Reisen in die Welt. Herr Reimer war noch niemals auf Mallorca, weil es der 63. Und dann fliegt er hin. Ich hab mich nicht getraut, ihm zu verraten, wo ich mit 23 Jahren schon überall gewesen bin. Wo ich mit 23 Jahren schon überall gewesen bin. Vielen Dank. Philipp Poisel! Danke sehr! Das letzte Türchen ist schneller Zeit.